Hey Leute, ihr wisst ja, ich liebe es, wenn es hier auf meinem Kanal abwechslungsreich ist, aber momentan spiele ich viel zu viel Pixel Gun 3D, deswegen habe ich mir gedacht, probieren wir doch heute einfach mal ein neues Spiel aus, denn es könnte ja mega cool sein und das könnte uns sonst entgehen, wenn wir es nicht einfach mal ausprobieren. So ist es auch in vielen anderen Lebenssituationen, wie zum Beispiel beim Reisen. Ich bin sehr, sehr gerne unterwegs, um neue Kulturen kennenzulernen, um neue Menschen kennenzulernen und ja, man lernt dadurch so viel Neues, so viel Wichtiges dazu. Und deswegen mache ich das auch gerne bei den ganzen Spielen, die ich hier auf meinem Kanal bringe. Und ja, wer weiß, vielleicht finden wir das ein oder andere richtig coole Spiel, was ich dann sehr, sehr oft auf meinem Kanal bringen werde. So wie zum Beispiel Castle Crush Cats oder auch Pixel Gun 3D. Man weiß ja nie, was sich so für Schätze im App Store befinden. Deswegen, falls ihr mal irgendwelche Spielvorschläge habt, mir das unbedingt in die Kommentare schreiben. Aber Leute, heute werden wir uns um Age of Magic kümmern. Das ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Das hat mich sehr überzeugt, wenn ich hier durch den App Store gescrollt habe, denn es hat eine richtig geile Grafik. Hier sieht man es zwar noch nicht, aber im Kampf und so hat es eine richtig geile Grafik und ich habe schon Kampf erwähnt. Ja, es handelt sich hier um so ein Magiespiel, wo so Magier gegeneinander antreten. Es gibt eine Kampagne, aber es gibt auch PvP, Leute, und es hört sich alles sehr spannend an. Dann noch gemixt mit dieser mega coolen Grafik. Hat das schon was drauf. Aber ich würde sagen, wir starten hier gleich mal rein in das Spiel und ihr sagt mir dann, wie ihr das Spiel so findet. So, sei gegrüßt, Vollstrecker. Deine Ankunft läutet das prophezeite Zeitalter der Magie ein. Und anscheinend können hier Drachen sprechen. Auch nicht schlecht. So, und wir gehen hier gleich mal rauf und klicken hier auf die Kampagne. Scherben der Vergangenheit. Hier auf einer verlassenen Scherbe einer zerfallenen Welt beginnt die Geschichte von Roland. Dem wahren Magier auf dem Weg zum Turm der Finsternis führt ihn sein Schicksal durch Finsternis und Feuer. Okay. Anscheinend sind wir der Roland. Na gut, dein erster Kampf erwartet dich. Würde ich sagen, gehen wir da gleich mal rauf. Und ich glaube, das Spiel ist sehr, sehr umfangreich. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel zu erkunden. Deswegen alles nicht zu schnell hier zu Beginn machen. Denn oft passiert es mir so, dass ich irgendwas Wichtiges komplett übersehe und das dann einfach nicht mehr mache. Und das wäre dann schon sehr, sehr schade. Und auch den Soundtrack finde ich ziemlich cool. So, Kapitel 1. Verstreute Asche. Schwarzer Rauch wogt wütend über Rolands Heimatdorf. Etwas Schreckliches muss passiert sein. Und ihr seht schon da oben, wir haben diese blaue Energie. Ich nenne es mal Energie. Und die braucht man auch hier, um die zum Einsetzen. So, mögliche Gegner, okay, und mögliche Belohnungen. Solange die Belohnungen mehr sind als die Gegner, finde ich das eigentlich ziemlich gut. Ich würde sagen, wir drücken hier gleich mal Kampf. Und ich würde sagen, ihr passt einfach mal auf und sagt mir dann in den Kommentaren Bescheid, wie ihr dieses Spiel so findet. Und ich erzähle euch natürlich auch die ganze Zeit, wie ich das so finde. So, wir können hier einen Held auswählen. Tippe auf dem Helden, um in deine Gruppe hinzuzufügen. Okay, wir haben momentan nur einen. Auf in dem Kampf! Dann merkt ihr schon, es gibt viele verschiedene Helden, die man in diesem Spiel sammeln kann und wahrscheinlich auch upgraden, hinzufügen kann und. Aber das werden wir alles noch sehen. Deswegen würde ich sagen, drücken wir hier gleich mal auf Kampf und auch das Artwork. Mega, mega cool. So, das ist der Roland und das ist auch unser möglicher Gegner. Roland, ihr, was ist mit meinem Dorf geschehen? Koboldschleuderer, die Herren von Murk und Führer, alles niedergebrannt und Dorfmenschen gestehlen. Aua, 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 aua. Ihr seid nächster Langbein. Okay, Runde 1 von 1, würde ich sagen. Und auch wenn ich das iPad neige, das hat einen Einfluss auf das Spiel. Und ja, wie gesagt, das Spiel gibt es für Android und iOS. Ich spiele es momentan auf dem iPad hier. Jeder Held verfügt über mehrere Kampffähigkeiten. Setze nun die mächtigsten Fähigkeiten des Helden ein. Okay. Ja, ihr seht schon, es ist ein rundenbasierendes Kampfsystem. Also die Gegner sind dran. Dann bin ich wieder echt rein. Setze nun Magieschild ein, um Roland zusätzliche Verteidigung vor feindlichen Angriffen zu verschaffen. Okay, den Angriff kann ich wahrscheinlich erst wieder in 4 Runden einsetzen, so wie es aussieht. Und somit hat mein Schild hier einiges an Angriffen abgewählt. Zeit, sich um die Gegner zu kümmern. Ah, wenn ich lange oben bleibe, dann steht da, was das Teil so drauf hat. Stabangriff. Aktiviert Zeichen der Bossklasse. Okay. Würde ich sagen, setzen wir das mal ein. Und somit haben wir den ersten Gegner besiegt. Ja, den können wir die ganze Zeit einsetzen, diesen Angriff. Ist wohl unser Hauptangriff. Ich nenne ihn mal Primärangriff. Wow, das war ein Crit. Ich würde sagen, eine Runde noch und dann haben wir den auch schon besiegt. Und da ist er weg und ihr merkt schon, ich finde die Grafik hier im Kampf mega, mega schön. Und das ist wieder, wie gesagt, ein Mobile Game. Das ist schon krass. So, Sieg. Wir erhalten hier einiges und ich habe noch keine Ahnung, was ich damit anfangen kann, mit dem, was ich da erhalten habe. Ich würde sagen, großartig und da geht es auch schon weiter.
Eine großartige Schlacht, aber vor dir liegen noch viele Prüfungen. Zeit, Roland stärker zu machen. Gut, wir gehen hier auf das Haus und hier haben wir unsere Übersicht. Da gleich mal rein. Helden, wie gesagt, es ist momentan das Tutorial. Hier wird uns alles gezeigt. Wir haben hier schöne Hände, die uns zeigen, wo wir hin müssen. Und wir können hier Roland trainieren und auch das sieht so schön hier aus. Ja, trainieren. Los geht's. Du kannst dieses Mal alle Erfahrungstränke verwenden. Am besten teilst du sie in künftig zwischen deinen Charakteren auf. Okay, weil wir eben nur einen haben. So, trainieren. Okay, mit dem meinem Münzen kann ich den anscheinend trainieren. Und er ist jetzt auf Stufe 8. Trefferpunkte sind um 592 gestiegen. Rüstung, Widerstand gegen Magieschaden, normalen Schaden, normaler Magieschaden, kritischer Schaden und kritischer Magieschaden. Wir haben hier also auch einiges an Stats, die wir hier beachten müssen. Finde ich cool, dass es so umfangreich ist. Können wir hier noch mehr einsetzen? Nö, das wäre auch schon zu teuer. Wie jetzt? Kann ich schon, oder? Nicht genug Erfahrungstränke. Ah, okay. Okay, okay, okay. Alles klar. Na gut, dann gehen wir wieder zurück in die Übersicht. Und unten haben wir auch Quests. Was steht denn da so bei den Quests? Übungstag, erhöhe die Stufe von 1 Helden. Okay, zieh dich an, rüste dann gegen einen Gegenstand aus. Los! Kann ich das jetzt schon machen? Na, ich würde sagen, wir ja, gehen da einfach zurück auf Übersicht und gehen weiter in die Lichtkampagne und es wird schon gesagt werden, was wir tun müssen. Bist du bereit für den nächsten Kampf, Strecker? Klar, rein mit uns. Jeder Kampf kostet eine bestimmte Menge Energie, die sich im Laufe der Zeit wieder auffüllt. Ah, okay, also es heißt Energie, Leute. Wir haben hier gut mitgedacht und das, ja, richtig interpretiert. So. Roland, das... Es ist meine Schuld, dass das Dorf zerstört wurde. Ich hätte hier sein müssen, um es zu verteidigen. Dieser Kobold sagte, die Herren von Murg und Führe hätten die Dorfbewohner entführt. Vielleicht weiß man in Middenburg mehr. Halt, wer ist dort? Heute Nacht. Ihr werdet warm halten, den Würmbauch. Vielleicht bekomme ich auch ein Stückchen zitterndes Fleisch ab. Haha! Es ist richtig schwierig zu lesen, weil die sprechen eben in so einem gebrochenen... Ich nenne es mal Deutsch hier. Aber ja. Verdammt, in allen Höllen, ich habe keine Zeit für so etwas. Geht mir aus dem Weg. Ja, müssten wir wohl kämpfen. Wir sind Runde 1 von 2. Okay, hier gibt es anscheinend mehr Runden. So, wir schützen uns gleich mal. Ja, wir... Ja, das hat sich ausgezahlt. Und jetzt normaler Angriff. Yes, Crit, Leute. Und jetzt verlieren wir gleich mal Energie. Oh, die sind richtig, richtig stark. Wieso dürfen die eigentlich so oft angreifen? Ja, wenigstens haben wir jetzt einen schon mal zerstört. So, jetzt setzen wir das ein. Yes! One Hit, Leute! Yeah! Nice, so. Ah, okay. Wenn hier mehrere Runden stehen, dann kommen dann auch mehr von den Viechern. Ich will jetzt aber nicht drauf gehen. Das könnte jetzt knapp werden. So, was ist besser? Schützen oder einfach mal einen aus dem Weg räumen? Okay, Crit. Sollten wir schaffen. Das wird zwar knapp, aber kein Problem für den Roland. Ich finde es sehr cool, dass er so einen normalen Namen hat für so ein Spiel, für so ein episches Abenteuer. Heißt er Roland. Okay, kein Problem. Großartig. Das Artwork ist schon nice. Ausrüstung macht Helden stärker, Vollstrecker. Kehre zum Schloss zurück, um mehr zu fahren. Okay, jetzt können wir endlich hier was upgraden. Hier natürlich den Roland hier. Ah, okay, das sind unsere Ausrüstungsgegenstände. Rüste den ausgewählten Gegenstand aus, um Roland stärker zu machen. Yes, plus 1% Chance auf kritischen Treffer. Können wir hier mehr ausrüsten? Nö, leider nicht. Oh doch, Kompass, Geschwindigkeit plus 2. Und hier gibt es auch noch was. Was gibt es hier? Armband. Bonus für Rüstung. Rüsten wir natürlich alles aus. Das Aussehen ändert sich nicht von Roland, aber natürlich hier seine Stats. Und das ist schon ziemlich nice, wenn die hier besser werden. Wir gehen hier gleich mal zurück. Steht eine 2. Können wir hier irgendwas einsammeln? Ah, das müssen wir einfordern auch. Du hast Stufe 2 erreicht. Erreiche Stufe 10, um das Tal der Schätze freizuschalten. Das werden wir hoffentlich. So, zieh dich warm an. Da bekommen wir wieder Erfahrungspunkte. Somit erreichen wir schon Stufe 3. Nice. Nur, wer erreicht die Stufe? Denn eigentlich haben ja die Helden wieder eigene Stufen. Anscheinend einfach hier mein... Ja. Mein Account. Ich heiße anscheinend Helia. Gut zu wissen. Und es gibt auch noch die dunkle Kampagne. Aber momentan sind wir in der Lichtkampagne. Schauen da natürlich weiter rein. Ja, und anscheinend können wir jetzt einfach selber hier weitermachen. Ohne den Drachen hier
finde ich gut. Jetzt so, Kapitel 3. In der Nähe des Wachturms. In der Nähe des alten Wachturms erwartet dich ein mächtiger Krieger. Er hebt sein Schwert und fordert dich heraus. Mögliche Gegner? Wow, sieht jetzt schon stärker aus. Und wir bekommen hier auch einiges an Belohnungen. Ja, wir haben natürlich nur diesen einen in unserem Trupp. Deswegen starten wir gleich mal. Oh, der sieht aber nice aus. Roger, Roger, wie auch immer. Dreckige Dämonenverehrer. Ich habe euch aus dem Dorf fliehen sehen, das ihr zerstört habt. Aber vor meinem Schwert kann niemand fliehen. Dämonenfer? Wartet, ihr irrt euch. Versucht es ruhig. Diener der Finsternis. Licht und Ehre. Ah, okay, der denkt wohl, ich sei ein böser Junge. Bin ich aber nicht. Ich habe einen Heiligenschein. Und wahrscheinlich, er sieht so fast aus, wäre das ein Held. Vielleicht können wir den ja dann unserer Truppe hinzufügen. Wow. Na gut, so, den einen noch. Und somit haben wir gegen ihn gewonnen. Aber es gibt, glaube ich, mehrere Runden, so wie ich vorher gesehen habe. Koboldwache, die Langbeine haben sich gegenseitig gemurkst. Wie lustig. Töten wir sie, solange sie erschöpft sind. Ja. Oh je. So, ich kann natürlich, glaube ich, auch die Gegner auswählen, die ich angreifen will. Automatisch sind mir der Rechte hier ausgewählt. Oh, jetzt habe ich... Ich habe nicht gesehen, was der Drache von mir wollte. Okay. Alles klar. Aber der ist weg, zum Glück. Und den sollte ich hoffentlich auch jetzt abmurksen können. Ja, kann ich. Sieg. Ich bekomme diese 3 Sterne und ich bekomme hier einiges. Und anscheinend auch den Helden, wie ihr ganz links sehen könnt. Und auch ein Schwert und alles mögliche andere. Cool. Yes, neuer Held, Leute. Neuer Held. Aktivieren wir natürlich. Und hier haben wir ihn schon, den Roger. Roger, ich nenne ihn einfach Roger. Drachling Verteidiger. Ja, da sehen wir auch, dass die ganzen Helden andere verschiedene Klassen haben. Das ist ein Verteidiger. Ich weiß gar nicht, was der Roland ist. Da habe ich gar nicht aufgebaut. Einmalige Starthilfetruhe. Okay. Soll ich mir das holen, Leute? Soll ich mir die holen? Gratis Kobold, erreiche Stufe 10 und erhalte Jack oder Dorak kostenlos. Okay. Alles klar, anscheinend kann ich auch mit denen kämpfen. Wir gehen hier mal rein. Wir haben hier den Rogger. Auf Stufe 1 erst. Den können wir zwar noch trainieren und alles. Machen wir natürlich. Wir können ihn gleich mal auf Stufe 5 bringen. Easy. So, dann haben wir jetzt auf Stufe 5. Wow, da hat sich einiges erhöht. Verdreifacht mehr oder weniger hier das Ganze, die Stats. Was ist der Roland? Der Rogger ist ein Verteidiger, aber was ist der Roland? So, Magiewiderstand. Ah, okay. Da kann ich mir das holen, wenn ich was suche. Wo steht das, was der ist? Ausrüstungsstufe? Verstehe schon. Ritter des Rates, das ist ein Boss. Herr Roger ist der Boss, der weiß, was hier abgeht. Ich würde sagen, weil wir jetzt 2 Helden haben, den können wir noch ausrüsten, die Klinge. Wow, um einiges zusätzlichen Schaden. Und hier auch ein Armband. Machen wir natürlich, denn wir haben es ja. Wieso sollten wir es nicht machen? Und dann gehen wir weiter in die Kampagne. Wir haben hier schon 9 Sterne von 450. Kapitel 4, es ist eine Falle. Kobolde schlagen erneut zu. Die grünhäutigen Banditen greifen alle an, die so narisch sind, diesen Weg zu... Närrisch, nicht narisch. Diesen Weg zu beschreiten, okay. Jetzt können wir auch noch den auswählen, den Rogger. Ja, Roland ist auf Stufe 8, der Rogger auf Stufe 5. Was passiert, wenn ein Held stirbt? Ich habe noch keine Ahnung. Aber hier kämpfen wir jetzt zu zweit. Ich habe einen törichten Fehler begangen, der euch beinahe das Leben gekostet hat. Mein Schwert steht in eurem Dienst, bis ich Abbitte geleistet habe. Yes! Meine Heimatscherbe ist mir fremd geworden und feindlich gesinnt. Die Unterstützung kommt mir nur recht, besonders bei meiner Suche nach den Herren von Murk und Führe. Mal schauen, wo ich bin. Ah, und da ist schon wieder so ein Kobold. Ein Kobold sagt, wir müssen finden Opfer für das Experium. Experica. Die da sollten reichen. Hier wird der Kobold-Hexer keine Opfer finden, ich schwöre es beim Licht. Ja, wir sind, wie gesagt, die Guten. Gewinnst du ohne einen Helden zu verlieren, erhältst du 3 Sterne. Verlierst du einen Helden, erhältst du 2. Verlierst du 2 oder mehr, erhältst du 1 Stern. Ah, okay. Jetzt wissen wir auch, wie das mit den Sternen hier zugeht. Dann kann ich leider nicht... Okay, jetzt können wir den in der ersten Runde gleich mal beseitigen. Somit hat er nur einen Angriff. Und jetzt können wir mal weitermachen. Ja, das ging jetzt easy. Den jetzt noch und ja.
Alles kein Problem. Momentan ist es ja noch sehr easy, einfach irgendwas drücken, ohne viel nachzudenken. Wir können hier jeden zerstören. One hit, okay. Was macht das? Roger ruft einen Lichtschlag auf alle Feinde hernieder. Ah, das Drachenzeichen minimiert die Initiative des Zieles. Aktiviert Zeichen der Verteidigerklasse. Okay. Macht nicht so viel Schaden wie unser Roland, der liebe Roger. Alles hier mit R. Gut. Auch die dritte Runde hier. Easy überstanden. Das war die zweite. Sorry, Leute. Sorry. Aber jetzt können wir das einsetzen mit den, was auf alle Gegner niedergeht. Und somit können wir den gleich mal zerstören. Den auch noch. Ja, ich bin schon gespannt, wie die Kampagne hier so weitergeht. Und wie das PvP dann aussehen wird in diesem Spiel. Weil da kämpfen wir ja dann gegen echte Gegner. Und haben auch die gleichen Helden. Und das könnte dann schon sehr spannend werden. So großartig. Oh, das sieht alles so gut aus. Du kannst bereits gewonnene Kämpfe für Belohnungen erneut antreten. Wähle den Kampf aus, um herauszufinden, wie die Belohnung sofort erhältst. Okay. Ah, okay. Du kannst Erinnerungskugel einsetzen, um die Belohnung aus Kämpfen, die du mit 3 Sternen abgeschlossen hast, sofort zu erhalten. Ah, also muss ich da nicht dann nochmal antreten. Yes, Sieg, Erfahrungspunkte und auch Münzen. Also so können wir uns auch etwas leveln. Gar nicht mal so schlecht, nur ich bekomme keine Belohnungen. Ah doch, ich bekomme doch die Belohnungen. Und ich habe da auch eine Erinnerungskugel herausbekommen. Das ist nicht schlecht. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass es geht. Aber Leute, ich würde sagen, wir belassen es hier mal und werden hier an dieser Stelle beim nächsten Mal gleich mal weitermachen. Ich hoffe, ihr schaltet da wieder ein. Deswegen unbedingt die Glocke aktivieren, damit ihr das nicht verpasst. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein, Leute. Wir sehen uns. Glocke aktivieren, Daumen nach oben und Abo da lassen. Und unbedingt in die Kommentare schreiben, wie euch dieses Spiel gefällt. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao. Yeah.